Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Tomb Raider 2. Die Suche nach der fünften und letzten Gebetsrolle beginnt genau jetzt. Eine fehlt tatsächlich noch, eine müssen wir noch finden. Das heißt, die Suche geht weiter. Wir waren ja letztes Mal schon da oben. Fragt mich jetzt nur nicht, in welchen Gang ich dafür rein muss. Den muss ich jetzt auch mal ganz kurz suchen. Ach, da ist er ja schon. Wir haben zwei Edelsteine gefunden haben und oben die Öffnung sah genauso aus wie die, wo wir den anderen Edelstein reingepackt haben. Hier vermute ich, dass da die Lösung des Rätsels liegt. Müssen wir gleich alles wieder zurück. Das muss man sich immer wieder sagen. Oder ich muss mir das immer wieder sagen. Den ganzen Weg darf ich auch wieder zurücklatschen. So, dann nehmen wir mal den Slot. Genau deswegen. Hoffentlich klappt der Sprung. Ich speichere lieber nochmal. Das sind so die Momente, da speicherst du doppelt und dreifach. Okay. Wir haben es geschafft. Zweiter Edelstein passt hier perfekt rein. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Das ist der einfachste Weg hier runter. Oh. Na, das ist ja mal praktisch. Wie kommen wir hier wieder raus? Ach so. Ich schätze mal, das ist die Wasserversorgung von dem Ding. Kann ich jetzt hier einfach so das Rad abdrehen oder? Nö. Okay. Ah, das ist doch eine Tür. Machen wir mal elegant. Ich nehme mal stark an, ihr wollt... dass ich den hier mache, ne? Dadurch fließt das Wasser ab. Autsch. Ja, da ist die fünfte und letzte Gebetsrolle. Ganz sauber. Müssen wir nur noch, ja, die Dinger einsetzen. Passt doch. Wo ist hier der Ausgang? Ach da. Die Mönche sind schon da. Ich spiele gerade ernsthaft mit dem Gedanken, einfach abzuspeichern und alle Mönche gleichzeitig zu bekämpfen.
Na, das machen wir mal nicht heute. Nur mal so rein aus Interesse, wo war der Gebetsraum? War der da hinten? Das Ding ist so fucking groß. Soll ich die Wasserversorgung wiederherstellen? Na, das kriegen die selber hin. Okay. Fünf Slots, fünf Gebetsrollen. Super. Lande genau in der Mitte, wo schon eine ist. Drei. Vier. Und fünf. Alle an ihrem Platz. Okay, hier liegt nichts. Schöne große Tür. Der Seraph kehrt nach Hause zurück. Liebe Mönche. Bruh. Und dann öffnet sich nur eine kleine Tür. Ich hätte es jetzt gefeiert, wenn diese große Scheibe irgendwie sich geöffnet hätte, aber gut. Darf wohl nicht sein. Wir haben es geschafft. Drei Fundstücke übersehen, na gut. Wo sind wir jetzt? Katakomben des Talion. Das war knapp. Ich möchte mich hier gerne einmal umsehen. Nicht, dass wir hier so früh schon irgendwas übersehen. Und jetzt hätte ich gerne die Fackel zurück. Da oben. Sieht doch schon so aus, als wäre da was. Fackeln, sehr gut. Brauchen wir immer. Und ein Drache. Direkt den ersten Drachen gefunden. Fängt gut an. Was war das? Hätte jetzt was fallen gelassen. Wir haben die Auswahl zwischen Leiter und Rutsche. Das zeigt mir eigentlich, dass da unten noch irgendwas sein muss. Was ist das denn? Ach du Kacke. Was war das denn? Ich brauch mal Licht. Hier? Nichts.
Knabbert jetzt aber nicht irgendein Schneeleopard an mir rum gleich, oder? Was haben wir für den? Ah, wir nehmen die normalen Pistols. Das war nix. Wow. Das dürfte endgültig gewesen sein. Gehen wir mal weiter. Die habe ich jetzt mal vollkommen übersehen. Sehr schön. Hier ist nichts. Oh, die sind uns gefolgt. Ja, diesmal sind keine Mönche da, gegen die wir kämpfen können. Oder mit denen wir kämpfen können. Diesmal sind wir auf uns allein gestellt. Soll mich aber nicht stören. Automatics, Medipacks und Uzi-Clips. Wie viele haben wir? Fast 2000 Schuss. Die können wir jetzt eigentlich auch mal großzügig nutzen, oder? Das sieht nach einer Falle aus. Frage ist, reicht der Seitwärtssprung ins Becken? Jawolle! Sehr viel Eleganz. Was haben wir hier? Ja. Okay, wir nehmen den eleganten Sprung. Ich habe jetzt so gedacht, ich könnte mich da irgendwie festhalten. Ich nutze jetzt die Flinte und mache mit den Tieren einen kurzen Prozess. Na gut, oder auch nicht. Das bringt mir nur gerade leider reichlich wenig. Wo sind die Tiger? Ich speichere trotzdem nochmal. Ich habe jetzt ziemlich viel gespeichert. Liegt hier irgendwas im Wasser, was ich aufheben kann? Nein. Schweine! Einen Hinterhalt. Lass mich raten, Dead End. Wir gehen mal als erstes in den Gang hier unten rein.
Ich will jetzt doch nochmal speichern, weil ich die Viecher endlich platt habe und die mich nicht wieder töten. Okay, hier war nur ein Medipack. Das sieht cool aus. Vermute ich fast, dass wir tatsächlich doch da hoch müssen. Na, das kann was werden. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Da. Das haben die mit uns vor. Na gut. Dann machen wir das anders. Das kriegen wir schöner hin. Probiere jetzt was, was sehr risky sein wird. Oder richtig. Das erwartet ihr von mir bestimmt, dass ich springe, ne? Ja. Praktisch. Wenn man sowas weiß. Das ist eine hässliche Maske. Hat sich der Boden im Wasser geöffnet? Ihr kennt das Spiel. Ich dachte wirklich, dass da Wasser drin ist. Zu meiner Verteidigung. Ich habe da wirklich noch dran geglaubt, dass da noch Wasser drin ist. Das muss man mir jetzt fairerweise zugestehen, bitte. Naja, jetzt sind wir sicher abgestiegen. Traue niemals einer spontan auftretenden Schlucht. Ah, da kommt die Maske hin. Oi! Was mache ich denn? Falsche Taste zum Springen. So, jetzt reicht's mir. Mit den ganzen Leoparden alles, jetzt reicht's mir. Das war nicht die Taste, die ich wollte. Das hole ich mir zurück. Das ist er. Irgendwann habe auch ich mal die Schnauze voll. Jetzt wird's gemetzelt. Ich mag die dunkle Atmosphäre. Ich bin zwar kein Fan von Horror-Games in dem Sinne. So, Dead by Daylight war jetzt auch nicht so meins. Phasmo kann ich auch spielen, sage ich jetzt mal. Dead by Daylight ist ja toxisch. Phasmo kann ich spielen. Aber so klassische Horror-Games war jetzt nie so meins. Problem gelöst.
Gut, und mit dieser sehr rustikalen Problemlösung verabschieden wir uns an der Stelle erstmal und schauen uns diesen wunderschönen Bereich hier im nächsten Part an. Wir machen hier nämlich jetzt erstmal einen kleinen Cut. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert diesen Kanal gerne, dann verpasst ihr auch nicht, wenn es das nächste Mal ist. Und ich sag ciao.